Genau, das ist unser erster Zombie, Leute. Und ich habe schon richtig viel Munition verballert. Ach du Kacke. Ja, hier, komm, schlitzen wir den Guten auf. Und dann kann man, wenn er dann irgendwie so betäubt ist, kann man dann an ihn, nah an ihn rangehen und dann halt F drücken und dann gibt man ihm so einen Finishing-Move. Oh. Naja, Finishing würde ich nicht sagen. Aber man... Manchmal überleben die auch. Ja, aber das ist schon ein recht guter Tritt oder Schlag oder sowas, wie den man... Und dann sind sie meistens tot, manchmal überleben sie es. Aber alleine Frage, schon... Ob es denen gut geht, war auch... Ja, genau, das wollte ich gerade an, das wollte ich auch gerade ansprechen. Alleine schon, der sah nicht gut aus. Da fließt schon Blut aus seinen Augen raus. Sind sie in Ordnung? Nee, das sieht eher gerade nicht danach aus. So, naja. Die Munition darfst du mal da nehmen. Genau, da ich ja sowieso sehr gerne damit rumballer. Mit R kann man nachladen. Nur mal, um es nach so einmal anzusprechen. So. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Irgendwo in so einer Nebengasse oder sowas. So, hier muss man längs, oder? Genau. Ja, hier kommen jetzt ganz viele. Genau. Und da war ich natürlich gleich so schlau. Und bin hier in die Reihen gerannt und stehen geblieben und hab die versucht tatsächlich alle umzubringen. Also wenn man jetzt einmal hier so guckt um die Ecke, da sind so viele Zombies, die kann man nicht töten. Nicht mit der Munition, die nicht mit der Munition, genau. Oh. Das wird nix. So, der letzte, der reinrennt, schließt natürlich die Tür, so wie sie es gehört. Die haben wir ordentlich verriegelt, die sollten jetzt erstmal nicht durchkommen. Hier hätten wir schon mal eine Granate. Eine Handgranate, genau. Und hier haben wir schon mal unser erstes rotes Kraut. Das sammle ich auch einmal ein. So, jetzt habe ich einmal GG und einmal rot. Ja, das grüne kannst du mir mal geben, damit du wieder Platz im Inventar hast. Alles klar, warte mal. So, jetzt muss ich das auch erstmal R und dann V geben. Oh. Kannst du auch einfach linksklick im Inventar drauf machen und auf geben klicken. Achso, okay, gut, danke. Aber ja, gut. So, dann packe ich mir das mal dahin. Ein bisschen aufräumen, sodass ich dann über 1, 2, 3 recht schnell dann drauf zugreifen kann. Okay, die Zombies kommen, solange man auch wartet, hier nicht durch. Und diese Tür kann man jetzt zu zweit natürlich eintreten, logisch. V drücken und los geht's. Offen. So, ein paar kleine Äxte hier an der Wand. Ja, und einfach mal in der Reihen liegen hier auf dem Tisch. Alter. Tja, wenn man Hunger hat, für zwischendurch. Oh Mann, oh Mann. Das ein. Totenköpfe, die hinterlassen nichts eigentlich, ne? Nee. Zumindest hatte ich das Glück noch nie. So, Pistolenmunition, genau. Ja, okay, jetzt hast du mir alles weggeschnappt. Ey, jetzt habe ich nur 11 Munition, egal. Jump. Das ist schon. Ja, du bist ja so. Wir haben es auch so geregelt, gerade weil er ja das Spiel so gut kennt, er hat das schon so oft durchgespielt. Ja. Mindestens 15 Mal oder so. Ja, genau. Und er versucht gerade jede Welt auf den S-Rang durchzuspielen. Das ist der höchste Rang. Und ja, da er hat einfach gesagt, lass mich mal, dann lauf ich mal vor, damit ich dann auch die ganzen Schreckszenen mal mitbekomme, falls es denn welche gibt. Und dass ich den ganzen Spaß dann ausbügeln darf, falls ich mal dann, falls mal sowas geben sollte. Schon habe ich was zu bemängeln. Du müsstest einmal abbrechen. Ja. Einmal. Ah, da. Ah, genau, ich sollte die Augen aufmachen. Ja. Genau, denn wie gesagt, Munition ist sehr, sehr wichtig. Falls man da irgendwas mal auslassen sollte, dann ist eigentlich schon fast Ende, weil ich hatte es schon mal, dass wir dann ohne Munition da standen und dann kann man nichts anderes mehr machen, außer wegzulaufen oder wirklich verzweifelt versuchten, mit dem Messer die Zombies umzulegen, ja, aber das... Was eigentlich unmöglich ist, weil man sich, während man messert, leider nicht bewegen kann, was sehr ärgerlich ist. Kann ich demonstrieren, ich halte gerade W gedrückt, ich kann mich leider nicht bewegen. Tja, das ist ein bisschen doof, aber... So ist es nun mal. So, hier ist nochmal grünes Kraut. Wie viel hast du eigentlich an Kraut? Ich guck mal nach. Ich habe ein grünes. Okay. So, dann vermische ich die beiden grünen mal. Oder hätte ich das jetzt mit dem roten zusammenmischen sollen? Ja, eigentlich schon. Ach, scheiße. Rot-grün ist das Beste. Ja. Aber vielleicht finden wir ja noch ein grünes. Egal, kann man auch rot-rot machen? Nein. Gar nicht? Okay, gut. Nein. Dann merke ich mir das. Alles klar, weitere Cutscene. Now to Zuia!
up on that end. Whoa, whoa, what? What's the war with Toleria dump? Yanji has that too. Whoa, whoa! Wir kriegen Besuch. Ja. So, ich werde erstmal das Regal hier vorschieben. Genau. Und dann werden wir erstmal die Rechtsfiale einsammeln. Genau, ja, denn hier befindet sich richtig schön viel. So, dann kommen, brauchen die Zombies nämlich ein bisschen mehr Zeit, um hier dann zu uns durchdringen zu können. So, da unten ist auch noch was. Kann man sich recht gut ausstatten vor diesem Kampf jetzt. Ja. Weil hier geht es jetzt richtig zur Sache. So viele, dass man das eigentlich gar nicht halten kann. Also, was ist eigentlich? Man kann es nicht halten, weil später kommt ein guter Gegner. Und das Ziel ist eigentlich nur rumzulaufen, Items einzusammeln und durchzuhalten, bis ein Freund von uns hier kommt, ein Medikopter. Genau, denn der Henker, den wir schon in der Cutscene gesehen haben, der kommt gleich wütend auf uns zugestürmt. Und wenn der uns einmal irgendwie treffen sollte, dann ist meistens schon fast Ende im Gelände. Ja. Deshalb müssen wir aufpassen. Okay, jetzt beginnt der Spaß. Genau, du übernimmst wieder das Fenster. Genau, ich übernehme das Fenster hier und immer wenn jetzt versucht jemand hier drüber zu steigen, dann verpasse ich den einfach einen Schuss. Genau. Aber es werden halt immer ein bisschen ein paar mehr. Und von da schätze ich mal, die Munition wird bei mir nicht reichen. Aber ich versuche einfach mal da mal rauszukommen. Ja, vielen Dank. Ja, in die Brust schießen ist vielleicht nicht so schnell. Ja, ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe hier. Ja, ich komme schon. Boah, ich habe ihn seine Flasche kaputt geschossen. So. Das ist schön, aber... Es bringt nicht viel. Ja. Nee, nicht wirklich. Oh, hallo. Oh, da war einer? Den habe ich gar nicht gesehen. Okay. Da hinten ist auch noch einer und wartet schon. Da. Da hinten am Fenster, genau. Ja, den habe ich einfach mal einen Schuss verpasst. Ach du Scheiße! Versuchen jetzt natürlich auch über hier rüber zu klettern und an uns ranzukommen. Ja, und jetzt kommen sie auch noch von oben, da haben sie jetzt auch noch mal durchgebrochen. Jetzt geht's richtig zur Sache, ey. So, der hatte keinen Kopf, aber hat mich trotzdem angegriffen. Oh, den habe ich auch seinen Kopf. Oh, Scheiße! Genau, und wenn sie einen greifen, dann muss man ganz schnell immer A und D drücken. Und dann kann man sich wieder befreien oder der Partner kommt halt zur Seite. So. Und jetzt befreit er. Genau, jetzt ist der Henker da. Vielleicht sollten wir ihn mal kurz anschießen. Ach, Kacke. Oh oh. Okay, ich laufe einfach mal. So, weglaufen. Ja, ich hätte ihn zwar irgendwie so einen Schlag verpassen können, aber ich laufe einfach mal. Ja, das ist das Beste, was du machen kannst. Genau. Einfach nur laufen. Einfach nur die ganze Zeit weglaufen. Sowohl vor den Zombies als auch vor dem Henker. So, und hier hinten haben wir nochmal einen Koffer. Da ist auch nochmal ein schönes Maschinengewehr drin. Das nehme ich einmal mit. So, das nehme ich, habe ich schon aufgenommen. Das hat auch seine eigene Munition, oh, ne? Oh Gott. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Der hängt direkt hinter mir jetzt gerade. Ja, ich sammle hier gerade erstmal alles ein. Ich komme mal gleich zu dir. Wollen wir gleich wieder auf die Position da oben mal hängen? Ach ja, stimmt ja, genau. Das wollten wir ausprobieren, ob der Henker da dann hochkommt. Wartet mal, ich komme mal kurz rüber zu dir. Jump! Das Gute ist, man kann dann immer von Dach zu Dach hier springen. Das wird dann immer angezeigt, zum Beispiel F jetzt gerade. Wo haben wir denn den Henker? Da hinten! Der versucht gerade zu mir zu kommen und ich habe ihn gerade extrem abgeschüttelt. So, dann komme ich mal zu dir. Wo war das nochmal? Das ist gerade eben da gewesen. Ja, genau. Hier rüber. So. Und dann die Leiter hoch, hier die Leiter hoch. Genau. Alles klar. Dann einfach erstmal da hochlaufen. Ich habe hier unten soweit schon mal fast alles eingesammelt. Ja, ich hab jetzt schon mal viel eingesammelt, also Munition habe ich erstmal. Und genauso auch eine Waffe. Also das Maschinengewehr. Bist du schon oben? Ja, nee, ich bin jetzt oben. Genau. So, soll ich mich hier hinstellen und die Leute dann runtermessern? Ja, ich hoffe, ich kann das hier halten. Alles klar. So, jetzt kommt da einer und zack. Und dann fällt er auf den Boden und braucht erstmal wieder lange, um aufzustehen. So, komm her, mein Guter. Bam. So, du knallst auch fröhlich deine Leute ab, ne? Ja, ich versuch's, aber hier sind ziemlich viele, aber das klappt eigentlich. Bam. Aber sterben tun die nicht. Ah doch, der erste ist gestorben. Ja, irgendwann sterben andere. Alle. Ja, da sind nämlich ein paar mehr. Also von die kommen auch immer nach, bis die Zeit abgelaufen ist, also. Ja, irgendwie bleibt das gerade bei mir stehen. Ja, ich hatte gerade einen Lag, aber jetzt ist wieder weg. Alles klar. Bam. Ja, das ist ganz gut, wenn hier einer an der Leiter steht, weil die kommen sonst auch hoch und dann
ja, muss man wieder ein bisschen Munition dafür verplempern. Und gerade am Anfang ist es wichtig, dass man die erstmal ein bisschen einspart. Da unten hätten wir jetzt zwar Geld, aber das sammle ich jetzt nicht ein. Nachher kommt da. Aber der Henker scheint hier nicht hochzukommen. Ja, ne? Das finde ich ganz gut eigentlich. Also. Der ist der übelste Gegner. Genau, wie gesagt, der braucht einen einmal nur irgendwie zu treffen und dann ist. Ja, liegt man schon am Boden und da muss der andere eins schon zur Hilfe kommen. Wenn ich sehe ihn sogar gerade da unten. Echt? Wo läuft er denn gerade längs? Ich habe ihn gerade auf den Knie gezwungen. Oh, stimmt, ja, genau. Oh! Hast du das im Flammen entfacht? Okay. Einfach drauf schießen. Und jetzt kann ich sogar noch irgendwie machen. Kommen die Zombies hier nicht richtig hin, ne? Der hingeknallt ist, ey. Naja, gut. Kommen da welche? Ja. Ne. Warte, doch, glaube ich, habe. Ja, genau. Zack! Ach, der soll sterben. Ach, der mit dem Mikrofon da, ne? Ha, der nervt. Ja, der nervt übelst. Der schreit dann immer gerne mal an. Ja, okay, er ist tot. Super. So, dann nochmal hier. Das Gute ist, ich kann mich jetzt nicht aus Versehen irgendwie in seine Blickrichtung stellen und dann kann er mich irgendwie abknallen oder so. Das ist das ganz Gute, weil, wie gesagt, Friendly Fire ist hier, gibt es hier nicht und von daher kann man sich auch dann nicht selber schädigen. Kann ich den hier runtermessern? Nee. Schade. Okay. Leider nicht. Hier oben ist alles noch clear. Ja, dann lass uns mal runtergehen und gucken, ob wir was einsammeln können. Alles klar. Weil der kommt gleich, das sollten wir eigentlich. Ja, das Geld, wie gesagt, das wird auch immer gut aufgeteilt. Ja, immer gleich, ne? Kriegt jeder immer 100 Gold. Ja, je nachdem, wie man einsammelt. Ja, klar. Aber so generell eigentlich. Habe ich bisher immer gesehen. So, runterspringen oder was? Ach du Scheiße, jemand hat mich von hinten genommen. So, dann habe ich ganz schnell auf D hinterher gedrückt und dann knockt man den sozusagen um und dann ist er auch schon down. Okay, ich komme mal runter zu dir. So, er ist da. Das war's. Wer ist da? Achso, ja, das war's schon. Katzi. Alles klar. Ja, genau, Katzi. Damit wäre die erste Mission schon mal abgeschlossen. Ja. Und ich sehe gerade, bin ich besser als du? Jo. Kann ja gar nicht sein. Ich habe den S-Rang und du den A-Rang und du bist ja der Pro. Aber naja, okay, ich laufe ja natürlich vor und ich soll ja hier das Ganze Große machen. Eben. Wie gesagt, du bist der Oberpro und ich habe ihn einmal zugeguckt, was er alles da schon für Waffen hatte und der ist einfach nur durchgelaufen und das war's dann. Ja. Das ist dann, wenn man Muni hat, dann geht das. Genau. Das wollen wir hier nicht machen. Wir wollen es ja richtig spielen. Wir wollen es richtig spielen. Wir haben auch alle Gegenstände vorher verkauft, genau. Bevor wir jetzt in das Level gegangen sind, weil ich hatte 18.000 Gold und das war schon ein bisschen mehr als genug. Da, weil man kann ja auch Waffen aufwerten, das werden wir alles noch zeigen. Und ja. Wenn man dann so viel Geld hat, dann ist es irgendwann zu viel des Guten und dann ist man irgendwo dann im Vorteil. Ja. Okay. Ich habe natürlich nicht alles verkauft, weil ich habe echt super viel, aber ich werde mir das aufschreiben, was wir hier erspielt haben und dann mir das einfach mal merken, was wir da alles haben. Alles klar. Gut, also ich würde aber sagen, an der Stelle beenden wir erstmal den ersten Part. Genau. Haben erstmal das erste Level geschafft, haben erstmal reingeguckt, wie es alles so ist. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr weiterhin reinschalten würdet. Und dann sehen wir uns im nächsten Part, Leute. Genau. Ciao, ciao. Ciao, ciao.